So, es hat sich jetzt ergeben, dass ich doch jetzt im dritten Trockenfastentag bin und mir geht's sehr gut. Ich habe vorhin auch trainiert, also dadurch geht das 100-mal besser. Was ich im letzten Vlog auch noch vergessen hatte zu erwähnen, ist aber erstmal eine Sache. Oder vielleicht kombiniere ich das sogar mit der Überschrift Stoffwechsel. Aber es soll wirklich nur ein kurzes Video eben sein. Also wenn man fastet, dann sagt Arnold Ehret, ist es sinnvoll, nach einer gewissen Zeit immer nach und nach ein bisschen Fruchtsaft nachzukippen, sozusagen, um halt ein bisschen Zucker dazu zu geben, weil dann alles wieder im Körper fließt. Warum, oder besser fließt. Warum fließt es besser? Weil durch den Zucker Schleim gelöst wird. Also durch das Fasten entschleimt und entgiftet man ja sehr stark. Die meisten Gifte werden halt in Form von Schleim im Körper gelagert. Das sind diese Wassereinlagerungen, das sind Gifte, die mit Wasser verbunden werden und eine schleimige Masse ergeben. Die werden natürlich durch das Fasten, durch das Weglassen der Nahrung halt stark ausgetrieben und neigen dann dazu, den Körper neu zu verstopfen, sozusagen, besonders den Blutkreislauf. Und dadurch kommt dann halt dieses verringerte Maß an Energie, weil Energie kommt daher, wie wenig Widerstand im Blut herrscht, also wie wenig fremde Stoffe da sich drin befinden, die da halt nicht reingehören. Und durch den Zucker, der Zucker löst halt diesen Schleim und hilft beim Abtransport. Und dadurch läuft das im Fasten dann wieder flüssiger, sozusagen. Und das ist auch der Grund halt, warum man dann halt mehr Energie bekommt oder mehr Energie fühlt, weil es halt den Blutkreislauf freiräumt. Der Zucker. Und das ist halt auch im Prinzip schon 95% des gesamten Stoffwechsels. Der Stoffwechsel, der ist so 95% der Stoffe, also es werden halt Stoffe gewechselt, das heißt der Stoffwechsel. Und das meiste, was gewechselt wird, hat aber den Weg nach draußen, das sind ungefähr 95%. Den Weg nach innen haben ungefähr 5%. Grob, das können vielleicht auch 90 sein oder 80% oder sogar 98%. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem etwas unterschiedlich, je nachdem, wie entgiftet man auch ist. Und wie gut die Fähigkeit des Darms ist, Stoffe überhaupt aufzunehmen. Dann, ja, das ist auf jeden Fall teilweise individuell, aber ich sag mal halt zwischen 70 und 98% ist er dafür da, um Stoffe rauszutransportieren. Je entgifteter man ist, desto mehr ist er dafür da, um Stoffe rauszutransportieren. Und ja, durch den Zucker werden halt die Stoffe gelöst und dabei geholfen, raustransportiert zu werden. Das kann man bei Arnold Ehret auch nachlesen. Und dadurch kommen dann auch die Adern und so weiter raus. Und das treibt halt den Stoffwechsel an. Aber das ist halt die Mechanik dahinter. Das ist, der Stoffwechsel wird halt durch den Zucker angetrieben, weil er halt die Gifte rauslöst und die Stoffe rausträgt. Aber das hat nichts mit Energiegewinnung zu tun, dass der Zucker verbrannt wird. Dadurch entsteht Energie wie in einem simplen Motor oder so. Sondern die Energie kommt dann daher, dass halt wirklich der Blutkreislauf freigeräumt wird und andere Aspekte des Körpers und andere Teile des Körpers, dass da halt auch Gifte gelöst werden in den Blutkreislauf rein, dann aber auch dabei geholfen wird, das abzutransportieren. Und Zucker stimuliert halt auch zusätzlich sehr, sehr stark, ohne halt zu demolieren, wenn das in Form von Früchten aufgenommen wird. Und diese Stimulation, die gibt dann halt sozusagen geistige Energie und dann hat man auch mehr Motivation, fühlt sich glücklich, ist dann aktiver und so weiter, deswegen ist Zucker halt auch sinnvoll. In dieser Form. Man kann den Stoffwechsel aber auch genauso antreiben durch Bewegung selber. Also Bewegung selber gibt einerseits Energie auf einer gewissen Ebene und räumt gleichzeitig halt auch ein bisschen den Blutkreislauf frei oder halt ein bisschen viel, je nachdem wie viel Sport man macht. Also es löst halt auch die Gifte beziehungsweise den Schleim. Und das habe ich halt jetzt zum Beispiel gemacht in den 2 Tagen und ein paar Stunden Trockenfasten, also ist am dritten Tag, dass ich halt jetzt jeden Tag Sport gemacht habe, gestern Joggen und Krafttraining, heute Krafttraining, nachher wahrscheinlich nochmal Joggen oder Fahrradfahren und danach habe ich mich so viel energetischer gefühlt, so krass Energie gehabt. Also Sport ist halt wirklich essentiell und eines der krassesten Sachen und da kann man dann auch während des Fastens, habe ich halt schon mal gemacht im Fasten, auf Fruchtsäfte eigentlich verzichten.
indem man halt dann jeden Tag Sport macht, weil das halt auch den Stoffwechsel anregt und die ja halt Schleime löst, die sonst halt drohen, in dem Fasten einen zu beerdigen und dazu führen, dass man halt sich überhaupt total energielos fühlt und depressiv fühlt und so weiter. Das hilft auf jeden Fall dabei. Aber auf 99,9999% ungefähr, keine Ahnung, der Menschen, ist es nicht so viel, ein Trockenfasten zu machen, Sport zu machen. Also es wird bei den meisten halt nicht funktionieren. Da muss man halt erst, ich sag mal, mindestens ein Jahr Vorarbeit geleistet haben, erstmal ein Saftfasten. Das wäre so das allererste. Wenn man halt schon vegan lebt, wenn man noch nicht vegan lebt, wäre das erste, mehr auf vegan umzusteigen und vielleicht mal ein Saftfasten zu machen. Also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich von Mensch zu Menschen. Da ist es halt auch klar, dass sich halt die Menschen, die sich noch überhaupt nicht mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigt haben, das sich auch überhaupt nicht vorstellen können, dass man halt da halt immer weiter voranschreiten kann und woher die Energie eigentlich kommt, weil die eigenen Erfahrungen halt einen sozusagen zum Narren halten und man glaubt, dass die eigenen Erfahrungen halt das Richtige ist und dann für alle gilt und so weiter. Ja, was ich aber beim letzten Vlog vergessen hatte zu erzählen, vor circa 8 Wochen hatte ich eine Woche gekocht gegessen, hatte das auch in Videos halt ständig erwähnt und auch die Einkäufe dementsprechend gezeigt. Die ersten 3 Tage hatte ich Kartoffeln und Reis gegessen, danach nur noch stärkefreies, das heißt, was kein Schleim bildet. Also stärkefreies Gemüse gedünstet und so weiter. Und ich habe in der Woche gemessen 10 Kilo zugenommen in der Woche. Das liegt aber auch teilweise am Salz. Ich habe also zu viel Salz auch verwendet und das ist auch noch sehr, sehr krasses Wassereinlagerung gekommen. Und ich habe jetzt halt knapp 8 Wochen gebraucht, um nahezu den Reinheitsstatus zu erreichen, wieder den ich vor der Woche gekocht habe. Also ich wollte halt auch ausprobieren, ja, wie das halt wirkt, sich was zu gönnen und so weiter und wollte das auch noch mal letztes Mal machen. Aber ich kann das so, also es ist wirklich so anstrengend, auch die 8 Wochen lang wieder so diszipliniert zu sein, um dazu zurückzukommen und dann, weil man fühlt sich währenddessen scheiße, man fühlt sich danach scheiße und wenn man danach dann auch weiter wieder einfach ganz normal viel Früchte isst und viel Rohkost, fühlt man sich trotzdem viel weniger energiereich, weil man halt die ganzen Gifte angesammelt hat, also 10 Kilo. Deswegen bleibt einem nichts anderes übrig, als dann wieder langsam runterzugehen. Aber ich habe trotzdem mich in der Zeit fast immer satt gegessen, also immer satt gegessen, dann halt mal einen Tag lang oder 2 Tage lang weniger gegessen, aber halt immer Früchte. Wenn ich halt mich ständig satt gegessen hätte an Früchte, dann hätte das ungefähr 3 bis 4 Monate gedauert. Da hatte ich dann keine Lust drauf. Also ich mag da schon gerne den schnelleren Weg. Man muss es halt nur aushalten können, die eigene Balance finden. Und jetzt zeige ich noch einige Bilder, die ich heute Morgen geschossen habe. Zum letzten Video halt noch für die Leute, die halt immer ständig bei jedem Video einfach Magersucht schreien, ohne nachzudenken, muss ich halt wirklich mal sagen, dass die Mahnung halt wirklich daher kommt, weil man sich das halt persönlich nicht vorstellen kann und weil man halt zu sehr aufs Äußere achtet. Und deswegen will ich jetzt halt auch die äußeren Bilder, ja, es ist ja eine Äußerlichkeit, die Bilder kurz einblenden, um zu zeigen, dass man nicht magersüchtig aussieht, wenn man nur dreimal die Woche Früchte isst. Also ungefähr, weiß ich nicht, im Tagesdurchschnitt 500 Kalorien oder so. Also seit circa einem Jahr sind das ungefähr 1000 Kalorien, öfters 500. Und 3 oder 4 Mal habe ich halt gekochtes gegessen in einem Jahr. Aber so ungefähr so 500 bis 1000 Kalorien und jetzt so 500. Beziehungsweise halt dreimal in der Woche essen. Ja, und damit verabschiede ich mich dann für dieses kurze Video. Ciao.